Hallo und willkommen zurück zu einem weiteren Tutorial. Heute schauen wir uns mal die Farming Station an. Ja, wie wird sie gecraftet? Zum einen benötigen wir 2 Pulsating Crystals, 4 Electrical Steels, eine Diamond Hoe, einen Machine Chasers und einen Z-Logic Controller. Zur Erinnerung an der Stelle, was ein Z-Logic oder wie ein Z-Logic Controller hergestellt wird, benötigen wir die Slice and Splice Machine. Gehen auf Rezepte und so sieht das Rezept aus für den Z-Logic Controller. Na, natürlich Iron Axt und die Bären natürlich nicht vergessen. Pulsating Crystal können wir im Grunde genommen halt auch nochmal schauen. Zack, ist im Grunde genommen Diamant und Pulsating Iron Nugget. Und wer es da auch nochmal vergessen hat oder das Video nicht gesehen hat, wird hergestellt im Alloy Smelter mit Iron und einer Enderperle. So bekommt man dann Pulsating Iron. Okay, so, wir nehmen uns einfach mal unsere Farming Station. Wo ist er denn hin? Da ist er. Okay. Und gehen mal nach draußen, weil so Farming sollte eigentlich am besten draußen stattfinden. Ich habe schon mal ein bisschen was vorbereitet. Ich habe hier so ein kleines Kabel gezogen. Ich habe hier noch ein Kabel gezogen. Und ich pappe das hier einfach im Grunde genommen einfach mal ran. Zack. Okay, so, jetzt ist hier noch ein Filter drin, das ist okay. So, das heißt, wir haben jetzt erst einmal Energie auf unsere Farming Station drauf. Klicken wir einmal rein, haben wir hier ein ganz, ganz nettes, tolles Interface. Und dieses Interface muss jetzt noch befüllt werden. So, dafür habe ich hier eine Kiste mit zugehörigen Materialien. Wir nehmen uns jetzt mal Seeds. Wir nehmen uns Karotten. Und wir nehmen uns Saplings, weil das geht nämlich auch. So, und dann packen wir... Also, die erste Geschichte ist natürlich die, wir haben jetzt erstmal... Und zunächst einmal haben wir Energie und wir haben ein Abtransportsystem, aber das ist noch nicht eingestellt. So, das heißt, wir packen hier in diesen Slot 16 Seeds. Jetzt sagt er, oh, no ho, no Seeds. Okay, gut, so, jetzt brauchen wir als nächstes eine, oh, also eine Heike. Haben wir hier eine Heike. Zack. Und da ist halt auf jeden Fall schon mal was passiert. So, nun ist es natürlich so, dass die Farming Station von Ender.io so funktioniert, dass die Farming Station das Ganze in Quadrate unterteilt. In dem Fall kann man halt ungefähr sagen, vermutlich ist dann das... Moment. Ja, also wenn ich mich jetzt hier so davor stelle, ist das hier im Grunde genommen unser Quadrat. Das heißt, wir hätten hier unten, wenn wir mal mit Karotten befüllen, Part. Ist das der Part, müsste dann vermutlich, oder genau andersrum an der Stelle, oder dann, ja, okay, gut, das sind mit den Quadraten, das haut irgendwie nicht hin. Naja, okay, so, wir können aber auf jeden Fall, können wir auch noch Bäume pflanzen. So, jetzt haben wir hier auf jeden Fall nochmal ganz, ganz viele Bäume. So, zack, zack. Das ist nämlich wichtig. Zeige ich euch aber auch gleich noch warum. Also das sollte immer relativ gefüllt sein oder voll gefüllt sein. Weil sonst kann es nämlich natürlich sein, dass sich das in ein anderes Feld hineinsteckt. Also wir wollen jetzt im Grunde genommen unser Ziel. Unsere Zielsetzung war jetzt erstmal die gewesen. Sagen wir wollen jetzt eine Farming-Station haben, mit der wir, ich sage es mal so, ja, die halt in unterschiedliche Quadranten halt ganz einfach eingeteilt ist, ne? So wie wir das bisher haben. Soweit funktioniert das auch, das Ganze halt. Nun ist es natürlich noch so, wir haben jetzt die Möglichkeit zu sagen, erstmal brauchen wir für die Bäume, die hat er jetzt gepflanzt, das ist soweit erstmal okay. Aber um die Bäume zu fällen, benötigen wir auch noch eine Axt. Jetzt haben wir hier einen Baum. Theoretisch müsste er gleich den Baum fällen. So, da ist er auch schon gefällt. So, nun gibt es eine... nun haben wir hier drin Rohstoffe. Das heißt, ich demonstriere das hier auch an der Stelle mal. Wir haben eine Grund... Also die Farm ist jetzt vollkommen ausgebildet, so gesehen. Weil wir ja hier drin... 16 ist dann hier das Maximum. Jetzt hier allerdings den Oak Sapling hat er jetzt hier mit reingepackt zum Beispiel. Das heißt, man müsste theoretischerweise... Wenn man das dann auch wirklich genau macht, müsste man dann auch, oder
das reingepackt, weil es dort, wir werden wir gleich mal sehen. Bin ich mir nicht gerade nicht ganz sicher, warum man das da reingepackt hat. Aber das können wir uns gleich mal anschauen. Ups, das war eins zu viel. Zack. So, ich packe hier jetzt einfach mal ein bisschen was an Zeugs hier rein. Ja? So, wie sieht es denn eigentlich bei unserem Filter aus? Okay, den Filter sollten wir nochmal rausnehmen, weil da habe ich nämlich vorher schon ein bisschen gebastelt mit dem Filter. So, zack. Dann erkläre ich das euch auf jeden Fall gleich nochmal. So, jetzt haben wir hier auf jeden Fall mal ein bisschen was gecraftet, halt ganz einfach. Jetzt ist der Filter trotzdem drin. Warte mal, dann Active with Signal. Weil das geht nämlich jetzt schon alles hier in die Kiste hinein. Okay, gut, kleiner Fail. Aber jetzt nicht so wild. Wir packen das mal hier ran, packen das hier ran. Daran, zack. 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 Machen das auch nochmal mit Bäumen. So, jetzt kann er hier auf jeden Fall erstmal schön arbeiten. Dürfte. If with Signal. Okay. Eigentlich kein Signal bekommen. Hat aber jetzt trotzdem Sachen hier hinein transportiert. Okay. Das sollte natürlich nicht so sein, eigentlich. Okay. So, dann probieren wir das halt einfach nochmal anders aus. Machen das mal ganz einfach. Mal so, dass wir sagen, okay. Ich brauche mal ganz kurz Bone Meal. Bone Meal. Zack. So. Ist ja alles live. Ist ja kein Ding. So, zack. Zack. Zu viel, okay. So. Voilà. Jetzt müsste das eigentlich hier in der Maschine jetzt auch drin sein, theoretisch. So, genau. Genau. So ist es nämlich. So, wir wollen. Achso, er pusht das trotzdem raus. Deswegen ist das da gerade das Problem. Okay. Naja, wir können jetzt natürlich einstellen, dass wir sagen, wir wollen jetzt hier erstmal das dazu. Wow. So. Okay, jetzt haben wir es. So, wie gesagt, Active with Signal, okay. Jetzt pusht er das nicht raus, weil er, wie gesagt, er war jetzt hier auf Push eingestellt. Da war nämlich gerade das Problem gewesen, weil er das automatisch dann halt herausgepusht hat. Da habt ihr aber auf jeden Fall auch gleich schon mal einen Fehler gesehen, wie das da laufen kann. Naja, gut, am besten funktioniert das eigentlich über das Filtersystem. Das heißt, wie gesagt, ich stelle jetzt hier den Filter ein, aber hier eine Whitelist. Ja. Das heißt, das hätte eigentlich auch vorher, bevor ich denn den Weizen rausgenommen hätte, hätte das eigentlich auch schon funktionieren müssen. Naja, gut, wir haben jetzt hier den Weizen. Wir können jetzt hier den Weizen einstellen. Wir können jetzt meinetwegen auch noch einstellen den, die Siebs. Die haben wir auch noch da. Und wir können natürlich auch noch Oakwood. Wir nehmen das einfach mal von hier. Aber was wir gesehen haben, ist, er hat die Bäume auf jeden Fall wieder aufgefüllt. Das heißt, wir brauchen auch keine direkte Verbindung zu den Bäumen. Also wir wollen hier die Oak Sibling. Hier also in den Filter die Oak Siblings, das hier hinein und dann die Karotten dann noch und am besten eigentlich noch die Seeds. Und hatten wir sonst noch irgendwas? Für diese Konstellation der Farm würde dann der Basic Item Filter auf jeden Fall auch ausreichen. Das funktioniert schon mal. So, das heißt, wir gehen jetzt mal auf Active Without Signal und jetzt sind die Items auch direkt rausgepumpt halt auf jeden Fall. Na, wenn ich jetzt hier nochmal ein bisschen Bone Meal nehme, zum Beispiel Karotten, dann zack, arbeitet er das dann irgendwann ab, ne, und befüllt erstmal dieses interne Lager, das linke Lager, ganz einfach. So, dann geht es ins rechte Lager, um halt gegebenenfalls weiterverarbeitet zu werden. So, nun ist es natürlich noch so, wir können diese Bone Meal Geschichte auch noch automatisieren. Das ist natürlich ein zusätzlicher und weiterer Schritt. Das heißt, wir klicken hier einfach einmal drauf und können hier oben das hier hineinlegen. Das heißt, die Maschine setzt auch automatisch Bone Meal ein. Also sprich halt wirklich im Endzustand könnte man halt natürlich sagen, okay, gut, ich habe eine Monsterfalle. Die Monsterfalle gibt über Zombies beziehungsweise über Skelette Knochen ab. Es wird weiterverarbeitet zu Bone Meal. Und dieses Bone Meal geht automatisch übers ME-System oder über andere Lagersysteme. Oh, Apfel würden wir hier noch benötigen. Der wäre jetzt
Der würde jetzt hier noch reingesteckt bleiben, halt in dem Szenario jetzt hier gerade aktuell, aber ansonsten wird alles automatisch rausgepusht und funktioniert dann halt auch. Was wir allerdings benötigen, also wie gesagt, das mit dem Bone Meal könnte funktionieren, kann man halt auf jeden Fall machen, das wäre im Endstadium, so kann man diese Maschine effizienter machen und noch effizienter nutzen, auch ganz einfach und noch mehr automatisieren halt eigentlich schon. Eine weitere Automatisierung wäre, man müsste, ich mache das meistens so, dass ich dann halt sage, okay, gut, ich habe hier meinetwegen ein Item-Konduit, pack das einfach mal hier drauf. Na, warte mal. So, pack hier die Chest drauf und sage halt meinetwegen Insert. Und hier Extract without Signal und hier auch nochmal without Signal. Da haben wir es nicht, okay. So, und ich mache das so, ich habe eine Kiste meistens immer draufgepackt, habe dann hier verschiedene Hoes reingepackt halt einfach. Und wenn diese Ho hier verbraucht war, dann hat er die Ho auf jeden Fall automatisch auch ersetzt dann und auch reingezogen in den Slot. Das hat dann dahingehend halt auf jeden Fall auch funktioniert. Was wir hier natürlich noch machen können ist, können hier natürlich noch den Push-Faktor halt einstellen. Können hier sagen, okay, gut, das hier soll rausgepusht werden an der Stelle. Ne? Dann weisen wir dem Ziel halt das Ziel halt auch nochmal genauer zu. Und aber es hat ja auch schon vorher halt auf jeden Fall funktioniert. Nun gibt es noch eine Sache, die ich euch da ganz gerne zeigen möchte. Nämlich die Erweiterung der Station. Wir können die auf jeden Fall nochmal wieder hell machen. Und das heißt, wir packen einmal hier einfach mal hinein. Also es gibt, wie gesagt, den Double Layer. So. Das macht halt an der Stelle, dass die Farm halt einfach größer wird. Ne? Jetzt sind wir im Grunde genommen schon mal bei einem, weiß ich gar nicht, ist das schon die höchste Ausdehnung? Ich glaube schon, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Also 12 mal 12 Feld. Nun könnte man dann natürlich nochmal ganz, ganz crazy sein und sagen, wir packen auch mal noch einen Octetic Capacitor dort mit rein. Haben jetzt natürlich keine Seeds mehr dafür oder sonstiges. Das heißt, wir können nochmal ein paar Sublings uns mal holen. Zack. Nämlich halt, wie gesagt, schon der finale Zustände, die waren hier drin verteilt, die Sublings. Aber dann geht das hier natürlich schon, also da geht das jetzt schon ultra, ultra weit und irgendwann fängt es dann halt natürlich auch an zu lecken und an die Performance halt heranzugehen. Das muss dann halt am Ende halt natürlich dann auch nicht sein. So, jetzt habt ihr hier im Grunde genommen noch die Anzeige No Seeds, jetzt ist sie natürlich wieder weg, weil jetzt hier im Grunde genommen halt die diese Seeds und dann halt natürlich auch noch die Karotten halt an der Stelle halt auch noch fehlen. Aber soweit funktioniert das dann. Ich nehme hier auf jeden Fall mal den, raus, den Octetic, weil sonst, das ist dann doch ein bisschen too much. Na, auch für eine Solo-Spielerwelt, das muss dann nicht unbedingt sein. Es reicht eigentlich auch schon vollkommen, wenn man die, ja, wenn man schon ein bisschen mehr benötigt, dann reicht ein Double Layer. Oder zur Not halt am besten vielleicht auch noch eine zweite Farming-Station bauen auf ganz normalem Niveau. Und dann hat man da auch nicht ganz so viel Arbeit mit diesen Filtereinstellungen und so weiter und so fort. Ja, ich hoffe, dieses Tutorial hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann wie immer lasst einen Daumen nach oben da. Und ja, klickt auch hier nochmal auf die Videos und hier auf den Zweitkanal von mir. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Don't say you're on the run to the other side, my love. You say you wanna try.